herzlich willkommen zu einer Folge Stacklands. Stacklands ist ein Spiel, in dem man hier Karten hat und mit den Karten unterschiedliche Booster Packs sozusagen kaufen muss, um noch mehr Karten zu bekommen, damit man mehr Dorfbewohner hat und sich noch mehr Booster Packs kaufen kann. Und ich fange an, ich lasse jetzt erstmal den Dorfbewohner, den ich bekommen habe, gegen den Hasen kämpfen. Und mit den 3 Münzen kaufe ich mir ein Booster Pack. Ich fange erstmal an, Bärenbüsche zu fahren. Bäume. Auf pro Tag kriegt man hier 2 Nahrung. Aber ich habe jetzt 2, das heißt, ich konnte erstmal dann noch aus dem Bäumen Wild zu bekommen. Und aus dem Holz. Denn mit den Holzen kann ich Äste machen und die verkaufen sich für 2 Münzen. Ein paar Münzen, ein paar Stöcke zu holen, damit ich die teuer, damit ich sie für mehr Geld verkaufen kann. Ja. Dann verkaufe ich jetzt Stock und den Stahl und kaufe ein neues Booster-Pack. Hier ist eine Reise. Dann werde ich mal meinen Dorfbewohner kämpfen und währenddessen. Damit ich hier später Sachen anfangen kann. Und jetzt haben wir schon 2 Minuten, die wir uns halten. Das ist halt schon Booster. Warte mal, bis der eine Menge Stücke oder ein Apfel produziert hat. Das hoffentlich bald ist. Aber leider habe ich keinen Apfel bekommen. Stattdessen geht er jetzt zum Feld und holt da mal ein paar Steine. Und ich habe den 2. Dorfbewohner bekommen. Den gebe ich jetzt zu den Bären, weil ich jetzt doppelt so viel der Dorfbewohner ernähren muss. Ups, das hat nichts gebracht. Aber hier kann ich 4 Stück verkaufen. Das reicht für 2 Booster Packs. Hier habe ich direkt Erdboden bekommen. Dann kann ich für später Beeren anpflanzen. Oder ich nehme ein... Warte, ich gucke mal hier bei Ideen. Ich habe schon ein bisschen gespielt hier für Garten. Brauche ich einen Erdboden... 2 Steine, 2 Holz und 1 Dorfbewohner. Das heißt, ich nehme nur
Zuerst ernähre ich jetzt meine Dorfbewohner. Ich nehme jetzt ein Schwein. Zwei Steine. Und ein Erdboden und ein Dorfbewohner. Und baue jetzt einen Garten. Da drin kann ich dann eine Beere legen für einen Beerenstrauch oder einen Apfel für einen Apfelbaum. Aber der andere sollte gleich aus den ganzen Holz, was ich habe, Stöcke bauen. Dann bekomme ich mein Geld aus dem Holz. Und hier habe ich meinen ersten Garten. Den lege ich hier hin, dass wenn im Garten die Beere fertig gewachsen ist, was im Garten statt auf dem Erdboden so schneller geht. Wenn die Beere fertig gewachsen ist, wird der Beerenstrauch direkt auf die beiden Beerenstrauchkarten gelegt. Und hoffentlich... Und dann kann ich einen Dorfbewohner die ernten lassen. Ich baue auf jeden Fall noch weiter Bäume ab, damit ich auch noch Äpfel bekomme. Ich habe jetzt 6 Münzen. Mit denen hole ich mir noch ein paar Booster Packs für ein paar Bäume. Und ich habe einen Schlüssel bekommen. Ich habe absolut keine Ahnung, was man damit macht, deswegen verkaufe ich ihn wieder. Und ich habe einen Ich habe hier einen Fels, der glitzert. Und ich habe noch einen Erdboden bekommen. Super. Dann kann ich später noch eine zweite Farm bauen. Und da habe ich eine zweite Farm, habe ich. Und Äpfel habe ich nicht mehr so ein großes Essen. Dann habe ich gar kein Essensproblem mehr. Jetzt muss ich gleich wieder einen. Und da ist ein Apfel. Super. Jetzt sende ich einen Dorfbewohner mal um Bären. Um die Bärensträucher abzuernten und währenddessen nicht weiter nennen. Damit ich noch ein bisschen Holz bekomme. Der Apfel wird hier. Der doch kann die Steine bearbeiten. Dann kann ich mir gleich Steinbrüche machen. Aber das erste, was ich mir mache, was ich baue, ist aus dem Holz jetzt ein Stock. Dann nehme ich noch. Lege ich hier mir einen Stein, einen Stock Holz, ein Dorf runter. Und ich bekomme. Soweit ich weiß, daraus eine Hütte. Das erhöht hier meinen Kartenlimit, denn ich habe ein paar Karten zu viel. Um genau zu sein, 5 Stück. Und ich muss die sonst am Ende des Monats hier verkaufen, wenn ich zu viele habe. Deswegen baue ich mir jetzt mal eine Hütte, dann kann ich mehr Karten hier auf der Karte haben. Ohne Probleme. Und auf einer Münze und 2 Holz bekomme ich dann eine Münztruhe, in der kann ich die Münzen. Dann habe ich mir das mal. Ich nehme diese Truhe dann stehen. Und mein Wert, wenn ich die auf bescheidene Anträge zum Beispiel ziehe, kauft das automatisch. Nochmal. Eine Hütte. Ja. Ein Holz. Im Bären muss ich mal vorsichtig halber sein. Da ein Dorfbewohner soll von den Apfelbaum Äpfel machen. Und der andere soll eine zweite Hütte machen. Das ist
pflanze ich direkt wieder ein. Denn ein Apfel gibt zwei Nahrung statt eins wie eine Beere. Und ich habe nur noch einen Apfel übrig. Ich lasse jetzt mal einen Dorfbewohner hier den Fels bearbeiten. Währenddessen kaufe ich mir mal einen neuen Booster Pack. Und mit dem Baum hier bekomme ich neues Holz. Und ich kann jetzt 28 Karten auf dem Spielbrett haben. Ich kann mir später vielleicht noch was dazu holen. Aber ich verkaufe mir auf jeden Fall jetzt auch noch ein paar Steine wieder. So viele brauche ich auch nicht. Außerdem bekomme ich gleich wieder neue. Aber ich möchte auch noch versuche ich gleich mal mir einen. Ich versuche mir gleich auch noch Feuer zu bauen. Aber für. Was passiert, wenn ich Apfel und Beere zusammen mache? Das weiß ich noch gar nicht. Aber ich pflanze lieber mal vorsichtshalber den Apfel an. Dann kann hier die Beere hin. Den Bärenstrau und der kann Bären pflücken. Während er sich um Apfelbauen kümmert. Und hier bekomme ich ein paar Äpfel. Dann. Zwei Stück reichen. Ich kaufe mir ein neues Booster Pack. Und bekomme etwas Holz. Und mit dem Holz bekomme ich hoffentlich gleich einen Holzfällerlager oder so hieß es. Dann nehme ich mir mal hier Holz, Stein, Dorfbewohner. Mit diesem Holzfällerlager bekomme ich unendlich Holz. Also wenn ich da einen Arbeiter reinmache, ist es nicht wie ein Fels, der verschwindet, sondern das Gebäude bleibt da. Ich lasse den Putz zu Ende bauen und dann hier zum Fels geht der Dorfbewohner. Hier kommt im Garten der neue Apfel rein und bekomme ich das gleiche gibt es natürlich auch dann noch für Steine. Hier lege ich das jetzt da mal hin. Dann hier. Ich habe einen Feuerstein. Den Feuerstein brauche ich, um Feuer zu machen. Bärenstrau. Dessen verkaufe ich mal den Apfel. Und kaufe mir ein neues Boosterpack. Und ich habe jetzt genug Stein und Holz, um mir einen Steinbruch damit zu bauen. Und ich habe schon eine gute Idee, wie ich Geld verdienen kann, aber für diese Idee brauche ich noch ein paar weitere Dorfbewohner. Und zwar möchte ich an den Dorfbewohner das ganze Holz, was ich aus dem Holzfällerlager bekomme, zu Stücke verarbeiten lassen, die ich dann verkaufe. Ich brauche mir auf jeden Fall jetzt ein Feuer. Und hier ist
Die Bärenbüsche hebe ich mir mal auf, falls ich mal erstens Probleme habe. Aber dann würde ich auch sagen, das war's mit den Karten. Oder mit den kleinen Videos zu Stacknet. Und tschüss!